Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Siedler 2 Let's Play. Beim letzten Mal hat mich diese Burg hier ziemlich, ja, fertig gemacht. Das ging mir richtig auf den Sack. Und jetzt habe ich hier vorne keinen Platz mehr für Katapulte. Was echt ärgerlich ist. Ich sollte warten, bis dieser Wachturm hier hochgeht. Und dann jetzt einfach mal wirklich aktiv mit dem Bekriegen beginnen. Weil ich hier eigentlich noch nicht genügend ausgebildete Soldaten dafür habe. Wenn ich die Burg hier übernehme und hier dann weitere Soldaten ausbilde. Ah, das ist echt nicht so geil. Ach, die Burg ist schon gar nicht mehr. Das Problem, wo ich so ein bisschen sehe, den hier kann ich mal abreißen. Wie gesagt, das Problem, wo ich so ein ganz klein bisschen sehe, ist, dass wenn ich hier angreife, er zu viele, zu gut ausgebildete Soldaten habt. Und ich hoffe einfach mal, hier kommt eine Burg hin. Soll ich es nochmal mit einer Konter-Castle probieren? Ich glaube fast nicht. Sieht eigentlich gerade meine Militär. Ach, ich bin da. Ich hier jetzt trotzdem mal schön mache, die Burg noch verbinden. Nicht so, das ist keine gute Verbindung. So. Und hier die Burg zur Ausbildung zu benutzen. Vier. So, jetzt hauen wir mal damit auf. Ich brauche 9 Münzen, um eine Burg vollständig auszubilden. 6, 7. Militärgebäude besetzt. Wäre es denn? Ach, da unten. Stimmt ja. Machen wir hier einen Farmer hin. Ah, und ich kann hier hinten wahrscheinlich auch noch. Machen wir hier erstmal die Fischerhütte hin, auf gut Glück. Hier kann ich jetzt mal ein Lager hinbauen. Dann bauen wir hier einfach auch noch eine Fischerhütte hin. Also, da darf ich noch weitere Goldmünzen rausballern. Nur 2, 4, 5 Stück brauche. Ich habe 2 drin, das heißt 3 müssen noch eingebracht werden. Na komm, mach hin. Okay. So.
damit haben wir all die, die ich will. Nee, das ist ein Bauernhof. Das ist keine Burg. Das sehe ich doch am Grundgerüst. Warum kommt da ein Bauernhof hin und keine Burg? So, Katapult. Oder? Das ist doch eine Burg. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube schon, dass es ein Bauernhof ist, eine Schweinezucht oder sowas. Warum latschen da jetzt so viele Soldaten runter? Werde ich jetzt blöd oder was? Wo lauft ihr denn hin? Warum? Gab es da irgendwo Feindkontakt oder was? Habe ich irgendwas doof umgestellt? Nö. Ah ja, da gibt es Feindkontakt. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Wer ist denn dieses hier? Sei es drum, passiert. Ganz sinnvoll, wenn ich hier doch noch den hier einmal wegmache. Dann eher so den ganzen laufen lasse. Ui, da ist der Feind näher als ich dachte. Tatsächlich, okay, das heißt, hier dürfen jetzt mal Münzen rein. Recht erinnere, ja, gelb, rot sind schon so ungefähr inzwischen auf der gleichen militärischen Macht. Das heißt, nur noch ich hinterher. Aber Gelb hat keine Ersatzsoldaten mehr, wenn ich das richtig beurteile. Da ist sogar schon eine Münze drin, aber noch kein Soldat. Okay. Das macht mir Hoffnung. Kohle gefunden. Gut. Da ich ja immer noch einige Ersatzsoldaten haben sollte, 73 Stück an der Zahl. Über 80 Münzen.
Warte mal. Ich hätte gerne in dem Lager da unten auch Soldaten und Münzen. Das heißt, sobald das Lager fertig ist, werde ich hier mal keine Soldaten reinlassen. Und auch keine Münzen mehr reinlassen. Dass sie so ein bisschen mehr in das Lager darunter gehen. Was haben wir denn da? Okay, hier gibt es generell keinen Fisch. Das ist schade. Diese Straße hier ist schon sehr bescheuert. Lass mal dahin laufen. Die Straße ist jetzt auch nicht gerade die geilste wegen dem Farmer hier, aber was soll's. Okay, passt hier soweit. Ich glaube, der ist schon noch so ein bisschen auf Expansionskurs oder wie. Landesgröße, ja, Rot hat immer wieder noch ein bisschen weiter expandiert. Ich habe immer noch bei weitem am wenigsten Häuser. Für am meisten Einwohner. Ah, Gelb hat mich mit den Waren überholt. Finde ich jetzt nicht so lustig. Aber Militärmacht komme ich so nach und nach auf ihn zu. Produktivität bin ich relativ hoch immer noch. Sieht so wie mein aus. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen mehr Brot. Schweinezucht 96%, Mühle 83%. Das ist gut. Ah, mir geht so langsam das Getreide aus. Okay. Hier wird jetzt wieder geballert. Was ist da los? Warum kriegt der keine Stein? Komm, Nuss mit dem Zeug. Ein Lager ist fertig. Sehr, sehr gut. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Okay, die Burg würde ich gerne einnehmen. Und nicht abschießen. Fang mal an. 9. Bam. Jetzt geht's in den Krieg. Keine weiteren Steinbestände. Hier. Mal ganz kurz zu. Schauen wir mal, ob wir die erste Schlacht hinbekommen. Ich greife hier mit 9 Offizieren an. Die Gebäude haben sie Land verloren. Ja, aber nicht genug, dass es mich wirklich ärgern würde. Ui, nein, 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 nein. Okay, der wird abgefangen. Und dann ist da immer noch 2 gegen 1.
Ja, ich weiß, dass ich angegriffen werde und da unten wahrscheinlich auch direkt. Feindliches Gebäude eingenommen. Wir werden angegriffen. Bam. Komm schon, komm schon. Zwei Offiziere gegen einen Offizier. Oder einen Offizier und einen General. Ah, Scheiße! Okay, werde ich hier vom Katapult geschossen. Hier werde ich auch noch angegriffen. Oder hier? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, ich habe mein Gebäude wieder zurück. Wir werden angegriffen. Okay, warte mal. Das kann ich nicht zulassen. Oi. Ja, da hinten bin ich aber einigermaßen gut abgesichert. Das ist mir bislang noch ein bisschen wurscht. Wurscht. So. Hier sollen jetzt Münzen reinkommen. Nuss damit. Kümmere ich mich noch gar nicht drum. Oi, wo läufst du denn hin? Wenn der jetzt wirklich hier angreift, dann habe ich ein Problem. Hier habe ich noch ein größeres Problem. Wo läuft der noch? Okay, ist mir gerade erwischt. Okay, gut. Da werde ich nicht von dem Katapult beschossen. Feindliches Gebäude eingenommen, feindliches Gebäude eingenommen, feindliches Gebäude. Beide an den Feind verloren. Wir werden von einem Katapult beschossen. Okay, wir werden von einem Katapult beschossen. Das heißt, da gibt's nichts. Na, was soll denn das? Warum kommen da drei so Krippel aus? Was mal, Lobby, das geht voll so nett. Ich hab gesagt, die drei stärksten. Seit 30 Minuten nicht mehr gespeichert. Okay, dann speichern wir mal ganz kurz und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.